Referentin ist Pia Grejak und sie ist im Moment Journalist in Residence, wie das auf Neudeutsch heißt bei uns. Das ist eine Einrichtung, die wir letztes Jahr begonnen haben. Es ist eine Art Stipendium für Wissenschaftsjournalisten, die einfach mal so eine Art Auszeit von ihrer normalen Tätigkeit nehmen wollen, um über bestimmte Themen, über bestimmte Vorgehensweisen, Herangehensweisen ein bisschen in Ruhe nachzudenken, ohne den täglichen Stress. Und ich hoffe, es lässt sich auch in der Form realisieren. Pia Grejak ist von Haus aus Diplombiologin, ist aber schon seit über 10 Jahren im Bereich des Journalismus unterwegs. Sie arbeitet für viele öffentlich-rechtliche Sender, SWR, WDR, Dreisat, Arte und so weiter in unterschiedlichen Formaten, von der Kurzreportage bis zu längeren Formaten. Sie hat Erfahrung auch im Printjournalismus, aber eben vor allen Dingen im Fernsehbereich. Und das ist auch das Thema, das sie heute für uns versuchen will aufzubereiten, nämlich wie verträgt sich der Anspruch Wissenschaftsjournalismus, also die Vermittlung, weil gar nicht mal so einfache Sachverhalten, mit den im Fernsehen immer stärker zu beobachtenden Tendenzen der Oberflächlichkeit, der kurzen Abschnitte und der Boulevardisierung, wie Sie es in Ihrem Thema genannt haben. Ich bin gespannt auf den Vortrag und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, über Ihren Beruf selber, Ihre Arbeit zu reflektieren und uns daran teilhaben zu lassen. Ja, bitteschön. Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag mit dem Thema Wissenschaft im Fernsehen. Danke für die Gelegenheit, dass ich hier reden darf. Und schön, dass so viele gekommen sind, trotz Hochwasser und erschwerten Anreisebedingungen. Ich freue mich, dass Sie sich dafür interessieren, wie sich Wissenschaftsberichterstattung im Fernsehen verändert. Denn dieser Veränderungsprozess ist ja exemplarisch auch für ganz andere Bereiche der Wissenschaftsberichterstattung. Er spiegelt eine Tendenz wider, die weit über das Thema der Wissenschaftsberichterstattung hinausgeht. Eine Veränderung der Fernsehkultur ist in allen Bereichen offensichtlich. Der Unterhaltungsfokus nimmt mehr und mehr zu, auch im Bereich der Wissenschaftsberichterstattung. Und wenn wir das Thema angucken, Boulevardisierung eines Bildungsmediums, dann stellt sich eben die Frage, ob dieser zunehmende Unterhaltungsfokus zwangsläufig eine Abflachung der Inhalte mit sich bringen muss oder eben nicht. Ob Unterhaltung und Informationsvermittlung im Gegensatz zueinander stehen. Um sich diesem Thema zu nähern, habe ich den Vortrag in 3 verschiedene Abschnitte gegliedert. Zuerst wollen wir uns anschauen, was hat sich eigentlich verändert in den Wissenschaftssendungen. Danach gucken wir uns das Thema Chancen und Risiken des Unterhaltungsfernsehens an, also die positiven und negativen Aspekte, die diese Veränderung mit sich bringt. Und zuletzt können wir einen Blick werfen auf die multimediale Zukunft der Wissensvermittlung, also wohin geht's mit den Wissenschaftssendungen und welchen Einfluss haben die neuen Medien auf das Wissenschaftsfernsehen und die Art der Berichterstattung. Um erstmal klarzumachen, von welchen Veränderungen ich eigentlich rede, will ich 2 Beispiele zeigen. Einmal ein Beispiel aus dem Beginn des Wissenschaftsfernsehens und im Vergleich dazu ein kurzer Ausschnitt aus einer Sendung aus der heutigen Zeit. Es hat alles angefangen mit einem Physikprofessor namens Heinz Haber, der als Fernsehprofessor seinen reichen Wissensschatz mit einer Allgemeinheit teilte. Und in dem Fall war eben der Wissenschaftler direkt im Kontakt mit dem Publikum. Und Wissenschaftsjournalisten im eigentlichen Sinne haben damals eigentlich noch gar keine so große Rolle gespielt. Der Ausschnitt ist aus einer Folge Was macht der Mensch im Weltraum aus dem Jahr 1968. Alle Himmelskörper wurden erforscht, beispielsweise die Sonne, der Zentralkörper unseres Sonnensystems, unseres Planetensystems. Sie sehen hier die typischen Sonnenflecke. Dann natürlich auch der Mond, unser nächster Nachbar im All. Ich möchte nicht allzu viel über den Mond sagen. Er ist ja Gegenstand sehr intensiver Forschung im Zeitalter der Weltraumfahrt geworden. Darüber werden wir in der nächsten Zeit noch etwas hören. Dann auch die Planeten. Hier beispielsweise haben wir den Planeten Saturn, den ich Ihnen vorhin nur eben als Silhouette gezeigt habe.
Das reicht vielleicht als kurzer Eindruck. Heinz Haber konnte auf diese Art und Weise eine halbe Stunde lang erzählen mit nichts weiter eigentlich als ein paar Fotos und einfachen Einspielern zur Hilfestellung. Aber er hat das auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht und die Zuschauer mochten das. Er war sehr beliebt in seiner Zeit. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass es damals nur 3 Programme gab. Und dass diese Sendungen aus der frühen Zeit einfach auch den Vorteil hatten, dass sie Bilder zeigen konnten, die bis dahin noch niemand gesehen hatte. Also die Mondlandung oder die ersten Unterwasseraufnahmen von Jacques Cousteau. Das war natürlich was Besonderes. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen auch an Heumer von Ditfurth mit seiner Sendung Querschnitte in den 70ern. Der hatte Zuschauerzahlen von bis zu 10 Millionen. Das sind Werte, die heutige Wissenschaftssendungen eigentlich nicht mehr erreichen können. Davon kann man nur träumen. Trotzdem würde man auf diesem abstrakten Niveau heute nicht mehr berichten. Und ein Beispiel dafür, wie der Standard eigentlich heute ist, ist ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung Quarks & Co. Es geht ebenfalls um das Thema Mysterien des Weltraums. Aber die Mittel, die zur Veranschaulichung des Themas verwendet werden, entsprechen eben den technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit. Wir verlassen unser Sonnensystem, reisen ins Universum. Und dort findet man zum Teil Sterne, und die sind sehr viel schwerer als unsere Sonne, 10-mal mehr Masse. Und auch in einem solchen Stern läuft eine thermonukleare Reaktion ab. Aber irgendwann ist der Brennstoff verbraucht und dann beginnt der Stern sich aufzublähen. Aber der Kern des Sterns wird immer schwerer und irgendwann kollabiert er unter seinem eigenen Gewicht und es kommt zu einer gewaltigen Explosion. Eine Supernova. Nun, dabei wird die Gashülle des Sterns nach außen katapultiert. Wie man sieht, sehr aufwendig produziert, mit sehr viel technischen Mitteln. Aber woher kommt dieser Wandel der Berichterstattung? Wie kommt es, dass immer mehr Wissenschaftssendungen eigentlich fast schon die Züge einer Actionshow haben? Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Also zum einen ist da natürlich die technische Entwicklung. Es gibt also Computeranimationen als Hilfsmittel im Wissenschaftsfernsehen sind noch nicht so alt und hatten einen ganz enormen Effekt auf die Berichterstattung. Dann gibt es sowas wie virtuelle Studios. Man kann den Moderator in eine total künstliche Umgebung stellen. Und natürlich die Bildqualität hat sich wesentlich verändert. Also HD-Qualität ist bei allen Sendern Standard mittlerweile. Aber dieser technische Fortschritt ist eben wirklich nicht die einzige Ursache dafür, dass sich so viel geändert hat. Es haben sich auch die Sehgewohnheiten verändert. Die Aufmerksamkeitsspannen, die ein Zuschauer bereit ist, einem bestimmten Thema zu widmen, sind einfach sehr viel kürzer geworden. Und entsprechend haben sich die Schnittgeschwindigkeit und das Tempo der Berichterstattung einfach erhöht, um die Leute trotzdem bei der Stange zu halten. Also in den 60er Jahren zum Beispiel war die durchschnittliche Länge einer Einstellung in Hollywood 10 bis 12 Sekunden lang. Heute sind das gerade mal mehr 2 bis 4 Sekunden. Und wir sind immer mehr gewöhnt an eine Art Videoclip-Ästhetik. Das stimmt doch überhaupt nicht allgemein. Sonst wären die Fußballspiele auch kürzer geworden. Haben Sie recht, ja. Dann ist eine starke Konkurrenz da. Also Fernsehen ist immer mehr zum allabendlichen Entspannungsprogramm geworden. Die Leute sind einfach schwerer zu beeindrucken. Und die meisten kommen per Zufall in eine Wissenschaftssendung rein, aus dem Programm, was eben vorher lief. Und dann hat eine Sendung ein paar Sekunden Zeit im Prinzip nur, um eigentlich den Zuschauer vom Umschalten abzuhalten. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wer ist eigentlich der durchschnittliche Fernsehzuschauer, wenn wir in die Haut desjenigen schlüpfen, den wir als Öffentlich-Rechtliche erreichen wollen mit unseren Sendungen, dann sind sie im Durchschnitt 60 Jahre alt, im Privatfernsehen deutlich jünger. Sie haben dann kaum Vorwissen, auch wahrscheinlich kein Abitur, nur jeder sechste Zuschauer hat Abitur. Akademiker sind die absolute Minderheit. Und wenn man sich den Zeitpunkt anguckt, wann
der Fernseher angemacht wird, dann ist das oft nach einem anstrengenden Arbeitstag und es ist vor allen Dingen, hat er die Funktion der Entspannung und Unterhaltung und es ist zwar schön, wenn man was dabei lernt, aber nebenbei und ohne große intellektuelle Anforderung. Das Fernsehen bietet das alles auch. Wir haben eine ganz enorme Bandbreite von Wissenschaftssendungen. Man kann im Prinzip zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Wissenschaftssendung sehen heute. Und um einen Eindruck mal von dieser Bandbreite zu vermitteln, habe ich zusammengeschnitten die bekannt oder einige der bekanntesten Wissenschaftssendungen. Hallo, willkommen liebe Mitwisser. Herzlich willkommen bei Abenteuerfrau. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier bei Galileo. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Folge von Wissen macht A. Herzlich willkommen bei Kann ich wissen. Herzlich willkommen bei Welt der Hunde. Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zu Nano. Also wir haben eine riesige Bandbreite und alle diese Sendungen haben aber ganz unterschiedliche Herangehensweisen an die Wissenschaft. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wir haben mehr Wissenschaftssendungen als die meisten anderen europäischen Länder. Da kann gerade noch mal Finnland und Schweden mithalten. Und wie kommt es eigentlich zu dieser großen Zahl an Wissenschaftssendungen bei uns? Dazu wollen wir kurz einen Blick werfen auf die Entwicklung des Wissenschaftsfernsehens oder der Fernsehlandschaft überhaupt. Wir hatten jahrzehntelang eigentlich nur die öffentlich-rechtlichen Sender, die dritten regionalen Programme, dann die ARD und ZDF als überregionale Programme und später kamen dann diese Gemeinschaftssender Dreisat, Arte und Phoenix dazu. Mitte der 80er Jahre wurde der Markt dann freigegeben für werbefinanziertes Privatfernsehen. Und das hat vor allen Dingen auch für die Wissenschaftsberichterstattung ganz enorme Effekte gehabt. Die Privatsender drängten mit Wissenschaftsformaten auf dem Markt, die unterhaltungsorientiert waren und nach amerikanischem Vorbild funktionierten. Und immer mehr sogenannte Mischformate haben den Markt erobert, also eine Mischung aus Information und Unterhaltung. Und Infotainment wurde zum neuen Maßstab für zuschauerfreundliche Berichterstattung. Und dadurch entstand eine extreme Konkurrenzsituation, in die aber die öffentlich-rechtlichen und die privaten Sender mit ganz unterschiedlichen Ausgangsbedingungen hineingegangen sind. Denn die Öffentlich-Rechtlichen sind ja hauptsächlich Rundfunkgebühren finanziert und als nicht kommerzielles Unternehmen haben sie auch einen Bildungsauftrag, der die Grundversorgung mit relevanten Informationen sicherstellen soll in der Bevölkerung. Dagegen sind die Privaten werbefinanziert und die Produktion von Sendungen folgt einem rein kommerziellen Interesse. Die Öffentlich-Rechtlichen werden auch kontrolliert in dem, was sie anbieten, die Privaten nicht. Die können im Prinzip tun und lassen, was sie wollen, solange die Quote stimmt. Und jetzt diese Situation hat eben eine extreme Konkurrenz hervorgebracht. Und Mitte der 90er gab es einen wahren Boom an Wissenschaftsformaten, die eben leicht eingängig und unterhaltsam Wissenschaft präsentiert haben. Und um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, weil die ja sehr unterschiedlich einfach sind in ihrer Bandbreite, gibt es zwei Kriterien, die besonders wichtig sind. Einmal gibt es Sendungen, die wirklich Themen behandeln, die aus der Wissenschaft kommen. Die Fragestellung von so einer Redaktion ist dann, was haben Wissenschaftler Interessantes erforscht, was interessant für den Zuschauer sein kann. Damit einhergeht auch eine gewisse Aktualität. Und dann gibt es die große Mehrzahl an Sendungen, die eigentlich Themen behandelt, die aus dem Alltagsleben kommen. Also an Ostern gibt es Ostereier, dann gucken wir uns mal an, wie der Körper eigentlich Ostereier verdaut. Und ich habe dazu zwei Beispiele, um zu verdeutlichen, was der Unterschied ist. Das erste ist Nano, Dreisat, und es ist eben ein Thema, was aus der Wissenschaft direkt selber kommt. Einsatz für ein großes Forschungsprojekt.
Der Insekten Kundler Lars Krogmann ist einer von vielen Biologen mit dem Auftrag, eine gigantische Gendatenbank aller heimischen Tier- und Pflanzenarten aufzubauen. Erzwespen sind sein Spezialgebiet. Nicht nur die Giganten der Urzeit sind für die großen Naturkundemuseen von Interesse. Alle heute in Deutschland lebenden Arten werden von den Biologen in der German Barcode of Life Bibliothek erfasst, um das Bestimmen in Zukunft leichter zu machen. Also das ist ein Thema, das wirklich aus der Wissenschaft stammt. Es ist aber schwierig, da einen Alltagsbezug für die Zuschauer herzustellen. Und deshalb würde so ein Thema in den meisten privaten Wissenschaftssendungen überhaupt gar keine Chance haben. Im Vergleich dazu ein Thema, was eben aus dem Alltagsleben stammt und diesen Zugang verdeutlichen soll. Die Deutschen lieben ihr Badezimmer. Täglich verbringen wir dort durchschnittlich 26 Minuten. Trotzdem gibt es zum heimischen Spa-Bereich noch einige offene Fragen. Was hat es zum Beispiel mit dem anschließenden Duschvorhang auf sich? Warum bekommen wir beim Baden schrumpelige Finger? Was können wir tun, wenn der Spiegel beschlägt? Und was passiert, wenn der Föhn in die Badewanne fällt? Beides sind Beiträge, die aus Wissenssendungen stammen und beide nehmen auch für sich in Anspruch, dass sie Wissen vermitteln. Nur das Zweite hat offensichtlich einen viel stärkeren Fokus auf Unterhaltung. Und jetzt ist halt die Frage, ob Unterhaltung per se eigentlich der Wissensvermittlung im Wege steht. Damit bin ich beim zweiten Teil des Vortrags angekommen, Chancen und Risiken des Unterhaltungsfernsehens, wo wir dieses Thema genauer beleuchten wollen. Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber über unterhaltende Berichterstattung gesprochen, aber was ist das eigentlich genau? Also wie kann ich ein Thema auf positive Weise unterhaltend gestalten, ohne dass es gleichzeitig inhaltsleer ist? Denn eine gut erzählte Geschichte zum Beispiel kann ja den Informationswert extrem erhöhen. Da haben wir Wissenschaftsjournalisten oder Journalisten allgemein eine gewisse Trickkiste, wo man einfach Hilfsmittel hat, die das erleichtern, die einem Zuschauer, der eben noch nichts über das Thema weiß, den Zugang in ein Thema erleichtern. An erster Stelle ist da zu nennen das sogenannte Storytelling. Das bedeutet erstmal nicht mehr und nicht weniger, als dass ich einen wissenschaftlichen Sachverhalt in Form von einer Geschichte erzähle. Also eine neue medizinische Therapie zum Beispiel braucht zwangsläufig die Patientengeschichte oder die Geschichte eines Wissenschaftlers, der seine Auf- und Abs erlebt, bis er dahin kommt, dass die Therapie zur Anwendungsreife kommt. Ich selbst habe vor einiger Zeit zum Beispiel was über die industrialisierte Milchwirtschaft gemacht, wo es darum ging, dass Milchkühe bis zu über ihre Möglichkeiten hinaus beansprucht werden, und habe zum Beispiel einfach die Geschichte einer Milchkuh erzählt, die eben, also wie die den ganzen Tag fressen muss, um mit ihrer Energiebilanz einigermaßen klarzukommen, welche Krankheiten lauern. Und das ermöglicht dem Zuschauer einfach einen persönlicheren Zugang und einen besseren Einstieg in ein komplexes Thema. Personalisierung gehört da eigentlich dazu. Das bedeutet eben, dass man in so einer Geschichte einen oder mehrere Hauptprotagonisten hat, die eben einen gewissen Identifikationswert für den Zuschauer haben, dass er komplexe, abstrakte Sachverhalte durch persönliches Erleben sich zugänglich machen kann. Eine ganz wichtige Sache im Wissenschaftsfernsehen ist einfache Sprache. Weil der Zuschauer hat ja nur genau diese eine Möglichkeit, um den Sachverhalt, der da dargeboten wird, wirklich zu verstehen. Ich kann nicht wie in einer Zeitung eine Passage so oft lesen, bis ich sie verstanden habe. Das zwingt uns zu einer starken Vereinfachung, die viele Wissenschaftler quält, weil eben gewisser Informationsgehalt verloren gehen muss. Wenn man sich aber anschaut, wer eigentlich Fernsehen guckt, ist es eine zwangsläufige Voraussetzung, einfach zu erzählen, damit überhaupt der Sachverhalt verstanden werden kann. Die BBC hat mal das Motto Science on a Need-to-Know-Basis rausgegeben. Das bedeutet eben nur genau so viel Wissenschaft, wie nötig ist, damit man das Thema verstehen kann. Keine Erklär-O-Töne. Originalaussagen von Wissenschaftlern sind zwar absolut wichtig und fürs Wissenschaftsfernsehen, weil die Worte eines Wissenschaftlers authentisch und verlässlich sind,
Aber ein Journalist würde immer versuchen, den Wissenschaftler nicht selbst erklären zu lassen, was er eigentlich erforscht, weil Wissenschaftler tendenziell ihren kritischen Kollegen im Kopf haben, der mit gespitzten Ohren darauf achtet, ob auch alles da korrekt drin ist und umfassend erzählt. Und deshalb dazu neigen, weit auszuholen und viele Fachtermini zu benutzen. Und wenn man dann berücksichtigt, dass der durchschnittliche O-Ton 15 bis 20 Sekunden ist im Fernsehen, dann kann das nicht sehr zufriedenstellend sein, für beide Parteien nicht. Und dann mit Verlaub an alle anwesenden Wissenschaftler kann solche Erklärungen der Filmtext dann besser liefern. Und was man eigentlich vom Wissenschaftler hören möchte, ist eine persönliche Einschätzung oder die Motivation, warum er die Forschung eigentlich betreibt. Ich möchte ein Beispiel für gutes Storytelling zeigen. Es geht um die Entdeckung des Neutrinos, wofür auch Frederick Raines 1995 den Nobelpreis gekriegt hat. Aber es geht an der Stelle jetzt überhaupt nicht um den Inhalt vom Film, sondern eben um den Einsatz dieser Mittel, die ich eben erwähnt habe. Und ich möchte Sie bitten, mal darauf zu achten, auf dieses Storytelling, Personalisierung und die Art der O-Töne, wie sie verwendet werden. Das Beispiel ist jetzt auf Englisch, aber ich glaube, dass auch, falls jemand das nicht so gut Englisch kann, sich die Erzählstruktur da trotzdem erschließt. John McCall and Ray Davis have been friends for nearly half a century. For most of that time, these two men have been at the heart of the biggest puzzle in particle physics. Terence and Moore. It all began 40 years ago with a daring underground experiment. Ray Davis had tunneled deep into the earth to build a trap for the most elusive particle in nature. It was an experiment which few thought could ever succeed. He set out to do something which sounds totally impossible. And it produced a result which no one could believe. Well, no, there's got to be something wrong with that experiment. Well, that can't be right. Everyone was convinced the two of them had made an embarrassing mistake. It's a personal shock, a very painful one. We learned from that, but it was a painful shock. But for decades, Davis and McCall refused to give up, convinced that they were on to something important. This is the story of how an experiment which no one believed has led to an astonishing discovery. A discovery which is making scientists rethink their most fundamental theories of what the universe is made of and where it all came from. And it's all to do with a tiny, invisible, utterly mysterious particle called the neutrino. Amerikanische und englische Wissenschaftler sind diese Art der Darstellung einfach gewohnter aus der Geschichte des Fernsehens heraus. Bei uns ist es immer noch so, dass die Wissenschaftler meistens nur in der Expertenrolle vorkommen, also der Sachverstand zum Thema ihr Haupteinsatzgrund ist. Aber Storytelling hat auch in deutschen Wissenschaftsredaktionen schon seinen festen Platz. Und man merkt auch bei vor allen Dingen bei den jüngeren Wissenschaftlern, dass die Bereitschaft, in so einer Geschichte mitzuspielen, auch vorhanden ist und auch zunimmt. In Bezug auf unser Thema Boulevardisierung will ich mal an der Stelle wirklich deutlich sagen, dass wenn ein abstraktes Thema durch diese Mittel des Storytelling leichter zu verstehen ist und besser vermittelt werden kann, dann ist das auf jeden Fall ein Qualitätsgewinn. Ein Zuschauer, der so einem Thema folgen kann anhand dieser Geschichte, bei dem bleibt mit Sicherheit mehr hängen, als wenn man ihn jetzt nur mit wissenschaftlichen Fakten bombardiert. Es gibt aber auch Hilfsmittel für Journalisten, die ich kritischer beurteile. Aufmerksamkeitssteigernde Mittel im weitesten Sinne, weil eben, wenn die übertrieben eingesetzt werden, tatsächlich ein Qualitätsverlust stattfinden kann. Dazu gehört der Einsatz von Musik, die dynamische Kameraführung, Schnittgeschwindigkeit und der Sprachstil des Filmkommentars.
sinnvoll angewendet, haben all diese Mittel sicher ihre Berechtigung. Also musikalische Untermalung einer Szene kann die Aussagekraft extrem steigern. Und auch eine leichte Kamerabewegung hat einen hohen ästhetischen Wert. Und lebendige Sprache im Filmkommentar ist eigentlich eine absolute Grundvoraussetzung, damit man überhaupt folgen und verstehen kann. Aber wenn eben diese Mittel übertrieben eingesetzt werden, dann kehrt sich der Effekt eben um. Also zu dramatische Musik oder hektische Kameraführung bei O-Tönen zum Beispiel, wo immer hin und her gezoomt und gesprungen wird, oder zu große Schnittgeschwindigkeit, die nimmt die Aufmerksamkeit des Zuschauers vollständig in Beschlag und man kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Und reißerischer Filmkommentar suggeriert eigentlich, dass in einem Thema mehr drinsteckt, als tatsächlich da ist. Und das ist dann eigentlich Aufmerksamkeitsheischerei. Und eine gut erzählte Geschichte braucht eigentlich diese übertriebenen Stilmittel nicht. Und um jetzt zu zeigen, was der Einsatz dieser Mittel bewirken kann, habe ich zwei Beispiele. Es geht um das Thema des vorausgesagten Weltuntergangs Ende letzten Jahres. Einmal ist das Thema von Nano aufbereitet und einmal von Welt der Wunder. Und Sie können ja mal darauf achten, was diese erwähnten Stilmittel eben bewirken im einen und anderen Fall. Am 21. Dezember 2012 wird etwas geschehen. Der Weltuntergang. Die Erde wird von einem Asteroiden getroffen und zerstört. Die Planeten vereinigen sich auf einer Linie und bringen mit der gebündelten Schwerkraft die Erde aus der Bahn. Ein unbekannter dunkler Planet wird auf die Erde treffen und Tod und Zerstörung bringen. Im Internet finden sich unzählige solcher Prophezeiungen. Ausgangspunkt für die Untergangsfantasien sind die Maya. Sie waren genaue Beobachter der Gestirne. Von diesem Turm aus berechneten sie den Umlauf. Ich hänge das andere Beispiel gleich dran, damit man eine bessere Vergleichbarkeit hat. Ende 2012 ordnen sich alle Planeten unseres Sonnensystems in eine Linie. Schon allein die Vorbereitungen dazu lösen extreme Kräfte aus und ziehen angeblich Meteoriten und sogar andere Planeten an. Sollten diese auf die Erde prallen, kommt es unweigerlich zur Katastrophe. Die Atmosphäre kann solch große Objekte nicht abwehren. Bereits der Einschlag von einem einzigen riesigen Meteoriten würde zu dramatischen Klimaveränderungen führen. Ein Beschuss von mehreren solchen Himmelskörpern würde jedes Leben auf der Erde vernichten. Maya-Priester und deren Anhänger sahen genau solche Ereignisse voraus. Vor allem in Trance sehen sie solche Bilder. Zur Ekstase verhilft ihnen Weihrauch, vermischt mit verschiedenen Kräuterextrakten. Die Dämpfe führen zu einem Sinnesrausch, sogar zu Halluzinationen. Deshalb behaupten moderne Wissenschaftler, seien ihre Vorhersagen und Befürchtungen nicht ernst zu nehmen. Was aber ist mit Planet X? Entdeckt 1983 von dem Satelliten IRAS. Laut Geheimdienstberichten befindet er sich auf direktem Kollisionskurs zur Erde. Ein Zusammenstoß mit solch einem Giganten würde die Erde zerstören. Wir fragen Dr. Klaus Jäger, Physiker und Astronom am Max-Planck-Institut Heidelberg, warum außer der NASA angeblich keiner von der drohenden Katastrophe weiß. Die NASA ihre Erkenntnisse unter Verschluss. Wir konfrontieren ihn außerdem mit der Aussage, dass ein riesiger Himmelskörper Planet X auf die Erde zurast. Da muss ich sagen, da bekomme ich vom Kopfschütteln dann doch fast ein Schleudertrauma, weil das ist einfach Unfug. Es gibt keinen Planeten, der auf direktem Kollisionskurs mit der Erde ist. Insbesondere nicht mit der großen Masse des Jupiter, was wirklich in der Tat natürlich verheerend wäre für die Erde. Im Endeffekt ist es ja so, dass beide Beiträge eigentlich sagen, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist dieses apokalyptische Szenario Unsinn. Aber trotzdem
haben sie ja beim Zuschauer einfach einen ganz unterschiedlichen Effekt. Also beide bebildern dieses Horrorszenario mit starken Bildern, aber im zweiten Beitrag sind die wesentlich dramatischer und wesentlich erschreckender. Und die Musik tut da ihr Übriges dazu, die sehr dominante Musik. Und auch die Art und Weise der Sprecherstimme im zweiten Beitrag erzählt eben die Theorien hinter diesem Szenario so, dass jemand, der darüber vorher nichts wusste, verleitet ist, wirklich der Sache Glauben zu schenken, dass das so stattfinden könnte. Und mir geht's so, ich gucke da zwar zu und fühle mich auch in dem Moment in Bann genommen und unterhalten ist jetzt in dem Fall vielleicht falsch gesagt, aber ich bin einfach in Beschlag genommen und fühle mich aber nicht gut informiert. Also im Gegenteil, ich habe eigentlich nachher gemischte Gefühle und weiß nicht, wie ich das einordnen soll und stehe so ein bisschen allein gelassen da. Und das wird eben erreicht durch den Einsatz dieser erwähnten Stilmittel. Und um den Einsatz jetzt mal, um das auf ein bisschen breiterer Basis anzugucken, will ich die Ergebnisse einer Studie erzählen, die gemacht wurde anhand von zwei öffentlich-rechtlichen Sendungen und zwei privaten Sendungen. Da wurde über einen Zeitraum von 9 Monaten eben dieser Einsatz von aufmerksamkeitssteigernden Mitteln untersucht. Die ist nicht repräsentativ, aber sie kann trotzdem einen Eindruck vermitteln. Zuerst mal die Art des Musikeinsatzes. Man sieht, dass hier stimmungserzeugende Musik überall eine starke Rolle spielt. Bei den privaten Sendungen Galileo und Welt der Wunder gibt es keinen einzigen Beitrag ohne Musik. Nano und Baby Wissen sind öffentlich-rechtlich. Aber bei allen ist es ein starkes Mittel und bei den privaten wird es immer noch doppelt so häufig zur Stimmungsmacht eingesetzt wie bei den öffentlich-rechtlichen. Dann Einsatz emotionaler Bilder, negative Bilder, wie man hier sieht, werden überall stark benutzt, weil sie eben einen sehr starken Effekt auf den Zuschauer haben und dieses leicht Angstmachende einfach den Zuschauer bei der Stange hält. Da nehmen sich die öffentlich-rechtlichen und privaten auch nicht besonders viel. In fast der Hälfte aller angeguckten Beiträge war das ein Mittel. Handlungsträger nach Personengruppen, also wer sind die Protagonisten? Da kann man deutlich sehen, in den Öffentlich-Rechtlichen sind das immer noch hauptsächlich Wissenschaftler, Experten und Mediziner. In den Privaten sind das oft Privatpersonen. Das erklärt sich bei Galileo auch aus dem Zusammenhang heraus, dass eben die Themen aus dem Alltag kommen und entsprechend sind auch die Protagonisten Alltagsmenschen. Zuletzt der Grad der Personalisierung. Das spielt in allen Berichten eine starke Rolle. Es variiert eigentlich nur im Ausmaß der Personalisierung. Es gibt nur von 40 angeguckten Beiträgen nur einen einzigen, bei dem Personalisierung nicht als Mittel genutzt wurde. Und jetzt zum Thema zurück, Boulevardisierung, ja oder nein, dann stellt sich das für mich so dar. Es ist eben einfach eine Frage, wie der Journalist mit diesen Mitteln umgeht. Also jeder Wissenschaftsjournalist steht bei jedem Film, den er macht, immer wieder in der Verantwortung, diese Mittel sinnvoll zu benutzen und diese Gratwanderung einzuhalten. Es gibt natürlich eine starke Verlockung für den kurzfristigen Publikumserfolg bei dem Quotendruck, den an erste Stelle zu stellen. Was jetzt aber die Öffentlich-Rechtlichen betrifft, wo ich hauptsächlich arbeite, sehe ich das noch nicht so bedrohlich. Da finde ich schon, dass immer noch die Information eigentlich an erster Stelle steht. Aber auf einer Konferenz wissenswert für Wissenschaftsjournalisten vor ein paar Jahren wurde tatsächlich auch schon mal diskutiert, ob beim Wissenschaftsfernsehen der Zukunft nicht Unterhaltung an die erste Stelle rücken muss. Und damit sind wir jetzt auch beim dritten Teil des Vortrags angekommen, der sich eben mit der Zukunft der Wissenschaftsberichterstattung befasst. Wohin geht die Reise? Wird dieser Unterhaltungsaspekt immer weiter zunehmen? Da gibt es eben einmal die Tendenz, dass die Zuschauer sich gerne berieseln lassen und unterhalten werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Tendenz zu immer mehr aktiver Teilnahme. Stichwort soziale Foren und Diskussionen im Internet.
Und vor allen Dingen die jungen Zuschauer wandern immer mehr ins Internet ab, weil sie da eben selbstbestimmter konsumieren können. Die individuelle Programmgestaltung ist dabei ganz wichtig, dass ich mir eben den Inhalt dessen, was ich sehen will, selber aussuchen kann. Zeitunabhängiger Konsum, also das Programm richtet sich nach dem Zuschauer und nicht der Zuschauer sich nach dem Programm. Ich kann also, wann immer ich möchte, meine Inhalte konsumieren. Das ist für die Öffentlich-Rechtlichen noch ein gewisses Problem, weil laut Rundfunkstaatsvertrag 2009 dürfen die ihre Sendungsinhalte nur eine Woche nach der Ausstrahlung ins Netz stellen. Und wenn man das länger tun möchte, dann muss man ganz komplizierten Antrag stellen, der beweist, dass damit der Bildungsauftrag befördert wird. Das ist also noch sehr kompliziert. Interaktive Einbindung wird immer wichtiger. Die Zuschauer wollen aktiv teilnehmen an den Inhalten. Sie nach einer Ausstrahlung von einer Sendung wird im Internet diskutiert über die Sendung und Multimedia-Elemente werden immer wichtiger zur Wissensvertiefung. Ich habe zum Beispiel Planet Wissen ist eine Sendung, für die ich arbeite. Da habe ich mal ein Multimedia-Element gemacht über Bienentanz zum Beispiel, wo der Zuschauer dann nachher darauf zugreifen kann und sich genau angucken, wie tanzt die Biene eigentlich, dann im Quiz erraten kann, was zeigt sie mir, wo die Futterquelle ist. Bei Planet Wissen ist das ein ganz starkes Element, dass in der Sendung solche Elemente eingebaut werden, auf die man eben später dann zurückgreifen kann. Neben Inhalt- und zeitunabhängigem Konsum im Internet spielen aber auch Videoportale eine ganz große Rolle. Das Internet hat einfach eine viel größere Reichweite und auch ein viel größeres Tempo als normale Fernsehsendungen. Und im Prinzip kann im Internet jeder über fast alles Filme machen. Also Filme machen ist kein Monopol professioneller Produktionsfirmen mehr. Man kann da alles finden, wie man am besten Tomaten anpflanzt bis hin zum professionellen Spielfilm. Und es gibt sogar den Aspekt, dass man damit mittlerweile Geld verdienen kann. Bei YouTube zum Beispiel, wenn die Inhalte stimmen und die Urheberrechte gegeben sind, dann bietet YouTube dem Einsteller so eine sogenannte Partnerschaft an. Dann kann man da Werbung schalten und kriegt dafür auch Geld. Was im Internet natürlich nicht da ist, ist eine Qualitätskontrolle, keine redaktionelle Vorauswahl. Was ja, also Redaktionen im Fernsehen sind ja dazu da, aus der Informationsflut das Wichtigste rauszufiltern und leichter verständlich aufzubereiten. Oder ich als Wissenschaftsjournalist muss, bevor ich überhaupt zu einem Thema einen Film machen kann, auch sehr stichhaltig und fundiert begründen, warum das Thema überhaupt relevant ist. Das fällt alles weg. Also jeder kann eigentlich erstmal alles behaupten. Auf der anderen Seite ist es aber eben eine experimentelle Plattform, die künstlerische Freiheiten lässt, Dinge auszuprobieren, was so im normalen Fernsehen nicht geht. Und im Hinblick auf Wissenschaft und Unterhaltung will ich ein kurzes Beispiel zeigen, was ich ganz interessant fand. Der junge Herr hier ist leidenschaftlicher Mathematikliebhaber und verarbeitet mathematische Formeln in Rap-Songs, ist auch für den Grimme Online Award nominiert. Mal kurz reinhören. Das Erste, das zu klären lässt, was ist eigentlich E, und um das zu verstehen, brauchen wir die Fakultät. Schliffen da ein, das war ein Ausdruck, und schon heißt das Fakultät, worunter das Produkt der 201% versteht. Zum Beispiel vier Fakultät, ist jemand an der 201, und ich gehe mal davon aus, ob du das verstehst, wie jetzt was. Also der ist wirklich sehr beliebt im Internet. Schüler und Lehrer greifen drauf zu, und es ist eben, also es ist, macht Lust auf Mathematik und man kann tatsächlich auch was verstehen. Er hat ganz viel zu ganz vielen verschiedenen mathematischen Problemen gemacht. Ein weiterer Aspekt ist das Internet, was das für die Wissenschaftler selbst eigentlich ermöglicht. Sie können nämlich in Kontakt mit dem Publikum treten, ohne Medienvertreter dazwischen geschaltet zu haben. Und durch den erleichterten Marktzugang in Zukunft wird es ja auch so sein, dass Universitäten und Institutionen in Eigenverantwortung ihre Inhalte mehr und mehr darstellen werden. Ein Beispiel dafür sind die viel diskutierten MOOCs, sogenannten Massive Open Online Courses. Das sind eigentlich Internet
Videovorlesungen, die dazu gedacht sind, dass jeder an Bildung teilhaben kann, der eben über einen Internetzugang verfügt. Was man jetzt auch immer davon hält, es ist einfach ein weiterer Aspekt, wie das Internet auf Wissensvermittlung sich auswirkt. Ich zeige ein kleines Beispiel von der TU Dortmund, die sich mit einer Online-Physikvorlesung bei einem Wettbewerb bewirbt. Professionelles Fernsehen verbinden mit den Vorzügen einer Online-Präsentation, zeit- und ortsunabhängiges Sehen. Das ist das Ziel. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt aus einem James Bond-Film. Anhand dieses kurzen Ausschnittes aus einem James Bond-Film möchten wir zeigen, was wir im Projekt Physikvision machen wollen. Also im Prinzip sind wir da mit eigentlich wieder zurück bei Heinz Haber vor 50 Jahren. Der Wissenschaftler kommuniziert direkt mit seinem Kunden, nur dass eben in Zukunft eigentlich jeder Lehrende diesem Druck ausgesetzt sein wird, sich wirklich was einfallen zu lassen in der Wissensvermittlung, weil die Konkurrenz einfach auch global ist und das in Zukunft wahrscheinlich immer wichtiger wird, auch für die Universitäten. Ein weiteres Beispiel, wie das Internetfernsehen eigentlich sogar ersetzen kann, ist das Projekt Störsender TV. Das ist der Kabarettist Dieter Hildebrand, den kennen vielleicht einige aus dem Scheibenwischer. Der hat einen Internetsender, Störsender, gegründet mit einem Kollegen zusammen. Per Crowdfunding haben die 150.000 Euro zusammengekriegt und damit mittlerweile 20 professionell produzierte Sendungen gemacht. Und sehen das eben für sich als Chance, noch unabhängiger berichten zu können über kritische Themen, als das jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen möglich ist. Jetzt aber zurück zum Thema Wissenschaft im Fernsehen. Internet und Fernsehen werden immer weiter verschmelzen. Aber das bedeutet eben nicht, dass das professionelle Fernsehproduktionen überflüssig werden. Denn wenn man sich anguckt, was im Internet konsumiert wird, dann sind das immer noch vor allem professionell produzierte Sendungen. Nur, dass eben diese Online-Zuschauer bei der Quotenstatistik nicht berücksichtigt werden und deshalb oft eher als Konkurrenz aufgefasst werden, obwohl sie ja eigentlich auch Interesse am Inhalt signalisieren und eigentlich ein großes Potenzial mit sich bringen. Eigentlich sind sie zusätzliche Kunden der Zukunft. Zum Beispiel Quarks und Co. ist bei den jüngeren Leuten viel mehr über die Podcasts bekannt als über die Sendung selbst. Oder Abenteuerforschung kennen vielleicht einige. Die haben bei der Ausstrahlung 2 Millionen Zuschauer und dann in der darauffolgenden Woche noch 60.000 Zugriffe auf die Streams. Aber interessanterweise sind die Quoten der Ausstrahlung von Wissenschaftssendungen nicht zurückgegangen. Galileo zum Beispiel ist sehr massiv präsent im Internet und hat trotzdem seine Zuschauerzahl gesteigert. Es sind einfach neue Konzepte gefragt. Und auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen werden dieses Potenzial in Zukunft noch besser nutzen müssen. Da wird das Online-Geschäft auch aus diesem Grund heraus, dass die Sachen eben nur 7 Tage online sein dürfen, noch so nebenher gemacht. Da wird sich wahrscheinlich noch einiges verändern müssen. Denn, zurück zum Thema, wie sieht die Zukunft aus und findet eine Boulevardisierung der Wissenschaftsberichterstattung statt? Das Internet ist da eine ganz große Chance, wie es eben weitergehen kann und wie das Ganze wieder tiefsinniger werden kann. Während eine Fernsehausstrahlung da in kurzfristiger Zeit eine hohe Quote machen muss, ist das nämlich im Internet nicht so. Eine Internetsendung hat viel mehr Zeit, sich ihr Publikum zusammenzusammeln und deshalb ist da auch dann plötzlich Platz für Special Interest Filme und hintergründigere Sachen, die man so im Fernsehen eigentlich nicht bringen kann. Und die vertiefenden Zusatzangebote, also die erwähnten Multimedia-Elemente, können einfach noch ganz andere Aspekte eines Themas aufgreifen, als das im Fernsehen so möglich ist. Und das ist jetzt sozusagen mein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft, dass eben da eine große Chance besteht, dass sich eine Vertiefung und eine hintergründigere Berichterstattung in Zukunft weiterentwickeln kann. Damit bin ich auch am Ende meines Vortrags angekommen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Gut, dann danke ich nochmal ganz herzlich. Mhm.